Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zur NPBL Season 5, Spieltag 3. Und ja, heute geht's wieder an die Wurst, was das Teambuilding angeht. Und ich muss sagen, holy shit, bocken Doubles Teambuildings. Also Singles Teambuildings sind cool und machen Spaß, aber Doubles ist gerade so unheimlich erfrischend und man kann schauen, da ist eine Synergie und da ist eine Synergie und jetzt baue ich erstmal hier weiter und gucke dann, was ich da noch brauche, um damit es da besser passt und irgendwie bockt das gerade sehr. Dementsprechend habe ich heute auch wieder ein Team mit dabei, was ziemlich cool sein könnte, theoretisch. Denn wir mussten uns hier tatsächlich einige Gedanken machen, denn das Gegnerteam vom guten Rex, Warrior Esports ist, glaube ich, das Team, ich weiß es nicht ganz genau, ich denke schon, hat es in sich. Also, erster Spieltag war das Matchup, denke ich, eher auf unserer Seite, aber, ja, war einigermaßen ausgeglichen. Den Kampf konnten wir aber recht eindeutig für uns entscheiden. Zweiter Spieltag war das Matchup sehr einseitig auf unserer Seite und wir konnten den Kampf dann, ja, ich will nicht sagen mit Hängen und Würgen, aber es war schon sehr, sehr spannend, okay? Für uns entscheiden dann letztlich. Aber wir hatten bisher immer so ein bisschen den Vorteil, hatte ich das Gefühl. Hier, in diesem Matchup, finde ich, ist es ausnahmsweise mal nicht so in dieser Season. Denn ich finde den Kader, den Rex hier mit an den Start bringt, unheimlich gefährlich für uns und auch unheimlich schwer zu kontern für uns. Denn es gibt erstmal sehr, sehr viele Möglichkeiten, die er in Angriff nehmen könnte, was er spielen könnte, welche Taktik er fährt, geht er offensiv an die Sache ran, defensiv an die Sache ran und so weiter und so fort. Er hat für alles sehr gute Möglichkeiten und wir haben große Probleme, allein bestimmte Kombinationen irgendwie in den Griff zu bekommen. Und ja, dieses Team möchte ich jetzt mit euch durchsprechen und danach, was halte ich für am wahrscheinlichsten und wie habe ich mich dagegen vorbereitet und wie versuche ich alles irgendwie in irgendeiner Art und Weise abzudecken. Also, ich suche mir mein Blättchen Papier und wir beginnen mit Stalobor. Und Stalobor ist tatsächlich direkt eines der größten Probleme, denn wie ihr wisst, haben wir potenziell Sand im Team. Ja, Hippoteros und Lectragon, auch wenn wir Sand Shara bisher noch nie gespielt haben. Sand ist trotzdem da und die Möglichkeit, Sand zu spielen, ist ebenfalls da. Problem ist, dass der gute Rex diese Option ebenfalls hat, und zwar mit Stalobor und Brokkolos. Und ich würde schon sagen, dass unser Hippo hier das bessere Matchup hat, ne, weil es Brokkolos Stab resistet, während sein Stab sehr effektiv ist. Und gegen Stalobor können wir auch mit einem sehr effektiven Stab agieren und Hippo ist generell in der physischen Defensive sehr dick. Deswegen, Hippo sieht relativ gut aus gegen diesen Core. Allerdings kann er natürlich auch in Double Focus kommen beispielsweise. Lectragon hingegen sieht eher nicht so gut aus dagegen, denn der greift physisch an und maybe gewinnt er das 1v1 gegen Stalobor, aber ich würde eher dazu tendieren, dass er der Haushoch verliert. Denn Stalobor ist erstens schneller, ne, und Sand, beide profitieren davon und beide sind dann dementsprechend gleich schnell wieder, also kannst du wieder runterrechnen auf die Baseformen quasi. Und in der Dynamax kriegt Stalobor den nötigen Bulk, sodass unser Lectragon auf jeden Fall nicht one-shotten kann. Während so ein Stab, Dynamax, Erdbeben von mir aus noch leben, ob Stalobor Lectragon schon fast aus dem Leben nehmen wird. Zumindest aber der zweite Hit wird dann letztlich finishen können. Und das ist ein kleines Problemchen, ja. Das bedeutet, dass unser Core hier ein bisschen im Nachteil ist. Denn Stalobor kann einfach richtig knallhart loslegen und losrasieren. Und er hat generell nicht das allerschlechteste Matchup gegen unser Team. Wir haben zwar sowas wie Cresselia, was dagegen auch wieder ganz gut was aushalten kann. Aber da hört es dann quasi auch schon fast auf, weil die Kombination aus Boden und Stahl viele unserer Pokémon relativ gut erwischt. Deswegen Stalobor sehr gefährlich. Brokkolos super, super, super dick. Den wollte ich ja selbst eigentlich in meinem Kader haben statt Hippo. Ja. Und der tankt physisch mega gut, der tankt speziell super gut, weil er den Sandsturm rausholt und dadurch ja nochmal einen Boost bekommt quasi um eine Stufe, wie eine Offensivweste. Der kann auch nochmal Offensivweste oben drauf packen und steht dann relativ gut da. Ja, und den zu knacken wird gar nicht mal so leicht, zumal der in der Dynamax dann auch noch doppelte KP hat, von denen der eh schon super viele hat. Und wenn der dann noch Schwächenschutz trägt, der hat eh schon einen Böllerangriff, dann hat er einen Mörderangriff, okay? Deswegen Brokkolos auch unheimlich schwer zu knacken und eines dieser, wie ich sie gerne nenne, die berüchtigten Felsen im VGC,
Also sowas wie Borkolos, Metagross, Polaros von mir aus noch, auch wenn Polaros ein deutlich schlechteres Typing hat und so weiter und so fort, die einfach in der Dynamax nicht down zu kriegen sind. In die Richtung würde ich auch einen Borkolos einschätzen. Und deswegen habe ich so gar keinen Bock, gegen dieses Teil zu spielen. So, das sind die zwei Optionen, die ich hier sehe. Borkolos ist aber auch noch aus einem anderen Grund sehr gefährlich, beziehungsweise aus zwei verschiedenen Gründen noch. Erstens ist es langsamer als Polaros und damit natürlich noch besser im Bizarro-Raum als unser Polaros. Und er hat zwei Bizarro-Raum-Setter, die potenziell auch den Bizarro-Raum rausballern könnten. Zum einen Kurelei, zum anderen Apoqualypp. Apoqualypp ist in der Position, so gut wie von allem den Hit zu leben. Der hat bestimmt Probleme gegen Lectragon, aber pack eine Anti-Elektrobeere drauf und der wird das wahrscheinlich auch noch einigermaßen tanken können, wenn du den physisch-defensiv spielst, weil der eben einige KP hat. Ja, und gegen Unlichtattacken zum Beispiel, die in unserem Team niemals einen Stab haben beispielsweise, könnte man natürlich auch eine Beere spielen und so weiter und so fort. Oder spielen einen Fokusgurt oder whatever. Es gibt auf jeden Fall einige Möglichkeiten, um da den Bizarro rauszubekommen. Und was ähnliches gilt für Kurelei, denn auch Kurelei ist gar nicht mal so unbulky. Und bringt dann auch noch neben dem Bizarro-Raum jede Menge andere Statusattacken mit dazu, die sehr, sehr gefährlich werden können. Und gleichzeitig dazu auch noch eine ganze Handvoll Prios. Denn es hat ja die Fähigkeit, Heilwandel heißt es, glaube ich, wodurch Heilattacken zu Prio-Attacken werden. Das heißt sowas wie Diebeskuss, Florakur, womit er den Partner um 50% einfach mal hochheilen kann, Gigasauger und so weiter und so fort. Die haben alle Priorität. Ich glaube sogar plus 2 Priorität. Und das ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Denn Diebeskuss, wenn man sich unser Team mal anguckt, kann sehr, sehr nett sein. Es kann zum einen unsere Focus-Code-User, sowas wie Bundlebee oder Schlappohr, undamagen oder finishen. Gigasauger-Prio ist gut gegen Milotic. Diebeskuss-Prio ist gut gegen Lectragon. Und gerade Lectragon kann ja mal zu einer riesigen Gefahr werden. Und auch gegen unser super speedy Hippotoros zum Beispiel, wäre der Gigasauger auch wieder super, super strong. Und das sind nur einige von zahlreichen Möglichkeiten, die Kurelei mit sich bringt. Ein sehr, sehr cooler Pick, deswegen auch im Tier 1 wahrscheinlich unterwegs. Und was der außerdem noch machen kann, ist, der kann den Bizarro-Raum für Borkolos setupen. Borkolos steht dann da und ist sehr, sehr gefährlich. Und wenn wir den nicht mit einer sehr effektiven Attacke angreifen wollen, kann Kurelei eben auch im Bizarro-Raum dafür sorgen, dass es selbst als Erster angreift, und zwar mit einem Gigasauger auf Borkolos, der durch den Sandsturm ja wiederum gute speziell-defensive Werte hat, in der Dynamax genügend KP hat, dass Kurelei einmal sagen kann, da slurp ich einmal dran, hol mir eine Menge KP zurück, mach dem gar nicht so viel Schaden und trigger den Schwächenschutz von ihm und bring den auf plus 2. Also das wäre auch hier, wie mit Dragoran Inteleon, eine Taktik, eine Strategie, die man auf jeden Fall fahren könnte. Und das wäre gefährlich. Aber das ist nur eines von vielen möglichen Kurelei-Sets. Aber wenn wir schon bei vielen möglichen Sets oder Attacken sind, ja, Statusattacken, dann gucken wir uns doch noch ein Pokémon an, was viele Statusattacken drauf hat, was super gefährlich ist und was auf die ganzen Statusattacken auch noch eine Priorität hat. Und zwar G-Max Olangar. Das G-Max können wir eigentlich streichen, denn mit der G-Max-Form habe ich mich absolut gar nicht in diesem Teambuilding auseinandergesetzt, sondern einfach ganz normal mit Classic Olangar. Und im UDT gespielt, genau. Und auch generell Olangar sieht man ja im VGC immer mal wieder gerne. Der hat Mogelhieb, der hat aber auch alles andere. Der hat Screens, der hat Trick, also Trickbetrug. Der hat Tiefschlag-Prio auch nochmal und alle möglichen Status-Moves, die der nur so braucht und die er mit Strolch eben auch rausballern kann. Und da wir kein Unlicht-Pokémon im Team haben, ich übersehe jetzt eins, ja, kann er das auch ziemlich gut gegen uns rausbekommen. Gerade die Screens sind unheimlich eklig, denn unser Team ist größtenteils physisch. Das ist uns schon öfter aufgefallen. Und ja, das macht es uns nicht sehr viel leichter, weil er quasi dann einfach damit leaden kann, Lichtlehm tragen kann und bam, geht für den Reflektor und ja, dann haben wir ein kleines, aber feines Problemchen. Denn plötzlich sind fast all unsere Angriffe um die Hälfte geschwächt. Und ja, mit so bulky Pokémon wie Kurelei, Borkolos oder auch Apoqualypp, die wir schon besprochen haben und da gibt es noch einige weitere, wird es dann ganz, ganz schwierig, Schaden auszuteilen. Ich denke, ihr versteht das, ja. Und deswegen ist Olangar ein kleines, aber feines Problemchen. Ich glaube nicht, dass der offensiv super viel machen wird, aber das ist einfach so ein guter Supporter.
Holy Macaroni. Gar keinen Bock drauf. Und wenn wir schon bei guten Supportern sind, Entschuldigung Mikrofon, ich entschuldige mich sehr, sehr aufrichtig bei Ihnen, dann gucken wir uns doch mal den kleinen Furz im Tier 3 an. Terrybark. Sieht jetzt nicht sonderlich crazy aus, oder? Aber Terrybark ist tatsächlich eine unendliche Plage für unser Team. Denn er hat erstens den Bedroher. Der ist schon nervig genug gegen unsere physischen Angreifer. Zweitens hat er noch eine Prio, und zwar eine Status-Move-Prio. Wenn wir wieder bei Prios sind und wieder bei Status-Moves sind. Und zwar Kulleraugen. Und Kulleraugen sorgt dafür, dass unser Angriff um eine Stufe gesenkt wird. Und da das eine Prio ist, schwierig. Das heißt, er kommt rein, triggert einen Bedroher, geht auf zwei Mons. Beide Mons könnten potenziell physisch offensiv sein. Und mit Kulleraugen kann er einen dann sogar direkt auf minus 2 bringen. Ja, und das ist eventuell nicht ganz so cool. Kann man, glaube ich, nachvollziehen. Der kann auch noch ein bisschen anderen Mist, soweit ich weiß. Ich glaube, rechte Hand kann der auf jeden Fall auch. Und so weiter und so fort. Aber allein Bedroher und Kulleraugen macht den gegen unser Team leider viel zu gut. Auch wenn der jetzt nicht gut aussieht auf dem Blatt Papier. Also, wenn man den so sieht. Aber doch, ich habe tatsächlich ganz gut Respekt vor dem. Und gar keinen Bock, gegen den zu spielen. Ja, also. Reflektor kann kommen, das kann kommen. Apoqualoop übrigens auch noch Irrlicht, Siedewasser potenziell zur Verfügung, um uns zu verkrüppeln. Kugelei kann, Apoqualoop konnte Kraftabsorber auch noch. Also auch da kann er uns auf minus 1 Angriff bringen und sich selbst wieder hochheilen. Gerade wenn er den knapp überlebt, Bizarro-Raum rausbekommt und plötzlich eines der schnellsten Mons ist. Ja, da haben wir einfach ein kleines, aber feines Problemchen, ja. So, welche Pokémon haben wir jetzt noch nicht besprochen? Wir haben einmal Gewaldro. Gewaldro würde ich relativ schnell abhaken, weil ich nicht ganz genau weiß, was der so machen kann. Der ist zwar im Tier 2 unterwegs, aber ich weiß nicht, wie gut der im VGC ist. Ich habe jetzt nicht so riesen Respekt vor dem. Das Einzige, was nervig ist, ist sein Speed, weil der alles outspeedet außer Bundlebee. Aber abseits davon, und natürlich auch gut ist zum Beispiel gegen Milotic oder Hippoterus oder sowas, ne? Aber abseits davon halte ich den für einigermaßen handelbar. Deswegen habe ich mich auch nicht großartig mit dem beschäftigt. Ähnliches gilt für Ramot, was ja zu hinterfragen ist, weil Ramot im Singles-Format natürlich ein Pokémon ist, was ein Match im Alleingang gewinnen kann. Ich denke, im Doubles-Format ist der auf jeden Fall aufgrund seiner Doppelschwäche sehr gut handelbar für uns. Ein Gesteins-Move rauf und der ist down. Aber der hat auch so einige taktische Möglichkeiten natürlich, sowas wie den Flammenkörper. Sprich, wenn wir mit irgendeinem Move angreifen, der Kontakt herstellt, beispielsweise mit einem Schockschnabel von Lectragon, kann der reingeworfen werden und mit etwas Glück triggert der Flammenkörper. Wäre natürlich eine Option. Der kann Wutpulver, soweit ich weiß. Das heißt, der kann den Angriff auf sich lenken. Also auch das wäre eine Option. Er muss den nicht mal reinwerfen, sondern kann den einfach drin haben und Wutpulver drücken. Aber der kann natürlich auch einfach speziell offensiv irgendwie agieren. Und ja, mit seinem Movepool Käfergebrumm, Feuerreigen heißt es, glaube ich, oder einer starken Feuerattacke, Gigasauger, Orkan, whatever, kann der ein bisschen was anstellen und auf jeden Fall auch offensiv Druck machen. Dann geht's weiter mit Toxiquark. Toxiquark ist, glaube ich, sein zweites Pokémon mit einem Mogelhieb. Hat aber natürlich auch noch andere Prios in Form von Vakuumwelle, Tiefschlag, glaube ich. Patronenhieb glaube ich nicht, oder konnte der auch Patronenhieb? Kann auch sein, dass der Patronenhieb kann. Auf jeden Fall ist Toxiquark ein Prio-Monster und eines von sage und schreibe drei Wasserimmunitätsmons in seinem Team. Denn der kann Trockenheit haben, Apoqualoop kann H2U-Absorber haben und Vilje kann Sturmsog haben. Sehr, sehr nervig tatsächlich. Aber Toxiquark ist so ein Pokémon, wo ich sage, weiß ich nicht, ob es mitkommen wird, könnte mitkommen, könnte sehr nischig agieren. Ich weiß auch nicht ganz so genau, was der drauf hat. Aber ja, Prius auf jeden Fall und unterschätzen darf man den definitiv auch nicht. Auch wenn der nur im Tier 3 ist. Toxiquark ist ein cooles Mon und das kann man sicherlich mal hier und da gebrauchen. Ob gegen uns? We will see. Ja, dann kommen wir zum angesprochenen Vilje. Und dieses Pokémon ist sehr nervig für unser Milotic, weil es Wasserattacken nicht nur wie die anderen beiden absorbieren kann, sondern gleichzeitig auch anzieht. Sprich, wenn wir auf eine Hydro-Pumpe gehen, dann trifft das nicht das Originalziel, sondern es geht auf Vilje. Sprich, wenn Milotic da ist und Milotic irgendwie durch Unbeugsamkeit gefährlich werden sollte, was ja getriggert werden könnte durch den Bedroher oder wenn wir es in Kulleraugen reinwechseln oder, ne? Dann kann er theoretisch Vilje reinwerfen, egal auf welchen Slot, egal welchen Slot wir fokussen mit einer Hydro-Pumpe oder mit einer Dynamax-Wasserattacke, Vilje zieht das auf sich. Der einzige Vorteil, den wir dabei auf unserer Seite haben, ist, dass sowas wie Lehmbrühe oder Surfer, also ein Split-Move, nicht angezogen wird komplett, sondern
dann quasi nur der eine Hit, der Vilje treffen würde, der wird absorbiert und dafür steigert sich der Spezialangriff von Vilje. Die anderen beiden, also der andere Partner oder wenn wir Surfer einsetzen, auch unser Partner noch zusätzlich, werden dann dennoch getroffen. Und das ist so das Einzige, was mir ein bisschen Mut gemacht hat, Milotic überhaupt in Erwägung zu ziehen. Ja, das müssen wir auf jeden Fall ausnutzen. Der ist auf jeden Fall auch bulky, gerade wenn der Sandsturm rauskommt, werden wir den speziell gar nicht mehr so gut knacken können, während physisch wir natürlich durch sowas wie Ulan-Garr und so weiter eingeschränkt werden. Kritisch. Und zu guter Letzt ist da dann noch ein Arktos, was natürlich ein bisschen nervig werden könnte, weil es speziell offensiv jetzt nicht so schlecht ist und vom Speedwert her auch nicht so schlecht ist und eben mit einem Stab Orkan beispielsweise, ich nehme an, dass der Orkan kann als besten Flugmove, kann der dann eben auch seinen Speed erhöhen und natürlich auch den Speed vom Partner erhöhen und damit dann potenziell uns outspeeden. Und da ich schon angesprochen habe, dass Lectragon hier nicht so die allerbeste Option ist gegen den gegnerischen Core, könnte er sogar das Pokémon sein, was dieses Mal bei ihm so ein bisschen Speed Control reinbringt. Im Gegensatz zu uns, wo wir ein bisschen mehr Probleme haben werden, dieses Mal für die Speed Control zu sorgen. Das kann ich auf jeden Fall schon mal anmerken, denn Lectragon ist auch hier schwächer als Arktos, ne? Also es kann natürlich sein, dass wenn wir Sandsturm haben, dann ist Lectragon natürlich schneller und setzt Arktos mega hart unter Druck. Aber das könnte er zum Beispiel kontern mit einem Staloblor. Also wenn er mit Staloblor plus Arktos beispielsweise leaden würde, hätten wir natürlich das Problem, dass wenn wir selbst den Sandsturm rausholen wollen würden, um Lectragon schneller zu machen als Arktos, dann wäre wiederum Staloblor im Sand schneller als unser Lectragon und könnte uns vielleicht zuerst rausnehmen oder zumindest gut schützen und Arktos geht dann vielleicht einfach auf den Protect oder sowas und dann haben wir ganz schnell ein Problemchen. Deswegen, das wird hier auf jeden Fall keine allzu leichte Angelegenheit. Ja, was ist jetzt das, womit ich am meisten gerechnet habe oder beziehungsweise wovor habe ich am meisten Angst? Das ist zum einen Ulan-Garr mit dem Reflektor, vielleicht auch mit Lichtschild, um unsere speziellen Angreifer noch einzudecken, aber vor allem der Reflektor wird drauf sein gegen unser Team. Ja, Terrybar könnte auf jeden Fall mitkommen, aber womit ich auf jeden Fall rechne, sind Staloblor plus Broccolors mit dem Sand. Denn ja, wie schon gesagt, dieser Core ist einfach besser, als es unser Core ist. Und egal, womit wir leaden, das wird harte Probleme machen, weil es gibt kaum ein Pokémon, was wirklich gut einen Hit von Staloblor leben kann und Broccolos selbst kann dann auch nochmal gut gegenhauen. Wir haben nicht die wirklich guten Möglichkeiten, gegnerische Mons in irgendeiner Form zu burnen. Wir könnten natürlich selbst den Reflektor rausholen oder sowas, das wäre natürlich eine Option. Aber da hört es dann quasi auch irgendwie schon auf. Also, ja, und selbst wenn wir zum Beispiel mit Hippodorus leaden würden, was ja einen Hit von Staloblor gut leben kann, bekommt das trotzdem erstmal guten Damage und zweitens werden wir Staloblor in der Dynamax niemals aufhalten können. Also galt es jetzt für uns, ein Team zu zaubern, was eben gegen diesen Lead, Broccolos Staloblor, bestehen kann und ihn im Optimalfall auch kontern könnte. Und ich habe eine Weile überlegt und mir sind dann 2 bis 3 Optionen eingefallen. So diese halbe Option, sag ich mal, ist Hippodorus einfach. Weil, wie gesagt, Hippodorus grundsätzlich gut ist gegen den Core. Aber dann gab es eben noch 2 andere Optionen. Einmal eine defensive Option, die so gut wie immer klappen sollte. Und eine offensive Aktion, die so ein bisschen vom gegnerischen Team, vom gegnerischen Sechserkader, der mitgenommen wurde, abhängig ist. Ja, und ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Das ist unser 6er-Core und interessanterweise gab es bisher 3 Pokémon, die wir noch nie mit dabei hatten. Und zwar Schlappohr, Geronimatz und Machomai. Und alle 3 sind dabei. Ich könnte jetzt behaupten, dass ich hier auf Style gegangen bin und mir gedacht habe, nehmen wir die 3 mal mit, die noch gar keinen Einsatz hatten. Aber stimmt nicht ganz. Die haben sich tatsächlich einfach am besten angeboten. Ja, und unser Core, mit dem wir leaden wollen, um den gegnerischen Core abzufangen, ist die Kombination aus Schlappohr und Bundlebee. Ja, dazu sollte natürlich erst einmal erklärt werden, was soll dieser Core machen? Wir sehen hier schon Heißorb, Schlappohr.
ja, zusammen mit der Fähigkeit Tollpatsch. Tollpatsch sorgt dafür, dass Items, die wir selbst tragen, keine Wirkung zeigen. Das heißt, wir könnten zum Beispiel eine Offensivweste tragen und trotzdem Status-Moves einsetzen. Wir können, unsere Spezialverteidigung würde aber nicht erhöht werden. Wir können einen Heiß-Op tragen, ohne verbrannt zu werden und so weiter und so fort. Und genau das soll hier eben auch der Plan sein. Wir tragen den Heiß-Op und haben hier die Attacke Wechsel dich mit dabei, was genau das gleiche ist wie Trickbetrug. Sprich, wir wollen diesen Heiß-Op auf ein gegnerisches Pokémon rüber traden. Und zwar entweder auf Stalobor oder Brokkolos. Das sind so die beiden Mons, mit denen ich rechne. Und da können wir uns dann letztlich entscheiden, welches wir am gefährlichsten finden. Vermutlich wird es Stalobor werden, aber Brokkolos ist nicht zu verachten und nicht auszuschließen, okay? Ja, das ist eben die Option. Das einzige Problem an der Sache ist, wenn wir hier einen Heiß-Orb tragen, wir sind natürlich schneller als ein Stalobor und als ein Brokkolos, aber wir sind nicht schneller als ein Stalobor im Sand. Und ein Stalobor im Sand, wenn der Leben obträgt, kann uns one-shotten. Wir sind hier zwar einigermaßen defensiv investiert, wie ihr schon seht. Wir sind übrigens so investiert, dass wir einen Stalobor ohne Damage-Item tatsächlich tanken können. Wenn der, ich glaube, der kann gar keinen Kampf-Move, bin ich mir gar nicht so sicher. Aber auf jeden Fall, wenn er einfach straight für seinen Boden-Move geht, für seinen Dynamax-Erdbeben, dann tanken wir den gerade so. Okay, dafür sind wir investiert und der Speed natürlich, dass wir alles outspeeden können, was wir ohnehin outspeeden können, sprich alles außer Gewaldro. Das ist schon mal das zum Investment. Problem ist aber, wenn er Lebenorb ist und wenn der Sand rauskommt und er vom Sand profitiert und schneller ist, dann kann er Schlappohr einfach bam one-shotten. Ist ein bisschen scheiße, muss nicht passieren. Kann aber passieren. Und damit würde er uns einfach rausnehmen und wir würden unseren Heiß-Op gar nicht erst rüber tricken können. Was nervig wäre. Was sehr, sehr nervig wäre. Und deswegen, ab diesem Zeitpunkt, kommt das Schutzschild ins Spiel. Denn das werden wir brauchen. Denn wir werden dann, wenn da Brokkolos plus Stalobor stehen, werden wir auf Schutzschild gehen mit Schlappohr, um eben eine Runde abzuwarten. Und diese Runde wird Bundlebee nutzen. Bundlebee wiederum trägt hier den Fokusgurt. Wir können den ja hier nicht tragen, weil wir eben Heiß-Orb haben und das tricken wollen. Und der hat hier, der gute Shoji, der trägt hier mal wieder den Fokusgurt. Und kann dann diese Zeit eben auf jeden Fall überdauern. Denn Stalobor kann zwar für einen Gesteinsmove gehen beispielsweise, der uns auf 1 KP runterballern wird und wo uns auch der Sand im Nachhinein töten wird. Aber das zweite Pokémon ist auf jeden Fall nicht schneller als Bundlebee. Und wenn es doch schneller sein sollte als Bundlebee, dann kann es ja schlecht Brokkolos sein. Was bedeutet, dann kann schlecht der Sand rauskommen. Das heißt, es gibt eigentlich kein wirkliches Szenario, wo Bundlebee hier rausgenommen wird, bevor es zu seinem Move kommt. Auch wenn dann Ulangar steht und Mogelhieb drückt, werden wir nicht geflincht aufgrund unserer Fähigkeit Shield Dust. Müsste Puderabwehr, glaube ich, sein, die eben dafür sorgt, dass Zweiteffekte von einer Attacke keine Wirkung haben. Sprich, auch der Mogelhieb hat dann keine Wirkung gegen uns. Aber selbst wenn der Wirkung hätte, okay, wenn er Wirkung hätte, wäre scheiße, aber da er keine Wirkung hat, kann hier natürlich Ulangar uns nicht flinchen, kriegt zwar die Erstschlaggarantie, aber dann ist ja kein Sand wiederum draußen, weshalb Stalobor wiederum nicht schneller ist als Bundlebee, es sei denn, er spielt Walschall Stalobor. Das wäre natürlich eine Option, wenn irgendwo ein Walschall drauf ist, aber Walschall im Doubles spielt man gar nicht so oft, glaube ich zumindest. Und deswegen haben wir eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, unseren Move rauszubekommen und der Move unserer Wahl ist hier dieser, der Sonnentag. Denn das bedeutet folgendes. Da stehen Brokkolos und Stalobor. Stalobor ist schnell, greift von mir aus Bundlebee an, während Schlappohr sich protected, weil Schlappohr ja langsamer ist als Stalobor im Sand. Bundlebee wird auf jeden Fall einen Hit überleben, dann gehen wir auf Sonnentag, dann geht Brokkolos wahrscheinlich auf Steinhagel oder sowas, wir sind down, aber der Sand ist weg. Ganz, ganz wichtig, dass der Sand weg ist, denn ab diesem Zeitpunkt ist Kushina dann plötzlich schneller als Stalobor, ne, weil die Speedwerte jetzt wieder gelten und dadurch können wir dann dem Jungen plötzlich den Heiß-Op triggern, geben, ohne dass wir selbst sterben werden. Das ist so im Großen und Ganzen der Plan. Wir müssen dafür vielleicht Bundlebee opfern. Vielleicht wird hier aber auch Kushina gefokust oder sowas. Bundlebee überlebt. Das kann ja auch sein. Oder Bundlebee überlebt aufgrund seines Fokusgurtes. Das sind so Optionen, die wir auf jeden Fall haben. Aber damit kriegen wir seine Offensive ein wenig gebremst. Und das ist extrem wichtig, dass wir hier den Heiß-Op auf Stalobor oder Brokkolos raufbekommen.
Der triggert dann leider nicht, sobald die den Highswap haben, sondern erst am Ende der Runde. Das heißt, im Worst Case, wenn da also Sand im Spiel ist, dann kriegt er 2 Hits raus. Danach sollte er dann aber ziemlich gut zu handeln sein. Gerade für dicke Pokémon wie Gaara, Tsunade und den Raikage. Ja. Genau, das dazu erst einmal. Jetzt kommen wir dann vielleicht auch schon mal, wir können ganz kurz hier das Investment durchgehen, bin hier auf 190 Speed gegangen, damit wir schneller sind als Gewaldro, hab hier sehr viel Spezialangriff reingepackt, damit wir nicht zu passiv werden, denn diese Lead-Kombination ist natürlich sehr passiv, weil sie quasi nur auf Statuswerten basiert, deswegen war mir wichtig, dass ich hier auch ein bisschen, zumindest minimal Druck machen kann mit dem Pollenknödel, den wir dabei haben als Angriffsmove. Weil das ist ganz gut, falls Gewaldro mitkommt, outspeeden wir den, drücken dem den sehr effektiven Pollenknödel ins Gesicht, der ja auch noch Stab hat. Das dürfte schon relativ gut wehtun und das ist auf jeden Fall eine Option. Ansonsten ist Käfer nicht der allerbeste Move, der trifft sowas wie Olangar und Vilje noch relativ solide, aber das war es dann auch schon. Ist aber auf jeden Fall ein Move, den wir haben. Ich habe mich dann noch entschlossen dazu, auf Kushina ebenfalls einen Angriffsmove zu nehmen und habe mich hier für den Nahkampf entschieden. Aus dem Grund, dass wir Pokémon wie Stalobor, Brokkolos, Terribark, Vilje sehr effektiv treffen, aber auch ein Olangar zum Beispiel neutral oder einige andere Pokémon treffen wir damit eben neutral. Und da fand ich, dadurch, dass wir hier so wenig Angriff eben haben, ist das ein Move, der das einigermaßen ausgleicht, weil der halt eine hohe Base-Stärke hat. So. Das war mein Gedanke dabei. Und ein normaler Stab-Move wäre natürlich nice to have gewesen, aber dann kommen wir natürlich an Stalobor und Brokkolos, die beiden Pokémon, gegen die ich am besten aufgestellt sein wollte, nicht unbedingt vorbei. So, zu den anderen Moves, die hier drauf sind, kommen wir dann gleich. Ich würde sagen, die defensive Antwort gegen Brokkolos und Stalobor habe ich jetzt erklärt. Jetzt gibt es allerdings auch noch eine offensive Variante gegen Stalobor und Brokkolos. Und die kommt genau oder kann genau dann problemlos zum Einsatz kommen, wenn Vilje nicht dabei ist. Vilje hat ja Sturmsog und kann Wasserattacken absorbieren. Und ich denke, da ist auch schon klar, um welche offensive Variante es gehen soll. Und zwar um Milotic. Denn Milotic ist hier heute mit dabei. Und Milotic hat eigentlich ein relativ gutes Matchup gegen das gegnerische Team, weil wir mit Wasserattacken, sowas wie Ramot, Stalobor und Brokkolos treffen, also Pokémon, die sehr gut mitkommen könnten. Wir haben den Eistrahl als Coverage, der dann noch sowas wie Gewaldro zum Beispiel ganz gut trifft oder Vilje, was ja ansonsten komplett absorbieren würde. Wir hätten auch noch die Möglichkeit, sowas wie Lehmschuss mitzunehmen, habe ich auch überlegt, weil das dann auch wieder Stalobor und gerade Toxiquark treffen würde. Brokkolos halt auch so ein bisschen und so. Und in der Dynamax ist das halt gar nicht mal so der allerschlechteste Move. Hab mich hier aber letztlich dann nochmal für den Meteorologen entschieden als Coverage, denn wir werden hier ein Team haben oder einen Kampf haben, wo alles Mögliche an Wetter dabei sein könnte. Sand ist klar, weil ja, der Gegner Brokkolos haben kann. Sprich, dann könnten wir eine spezielle Gesteinsattacke auf Stärke 100 rausballern. Und Gestein auf Stärke 100 sieht gegen Ramot nicht schlecht aus, sieht vor allem gegen Arktos nicht schlecht aus und ist generell einfach ein solider Move, würde ich mal sagen. Genauso kann aber auch die Sonne rauskommen, weil Choji hat ja Sonnentag drauf. Das heißt, dann hätten wir einen 100er Feuer-Move mit dabei, also stärker als Flammenwurf in der Sonne. Das kommt ja dann nochmal oben drauf, was gegen Toxiquark gut wäre, gegen Stalobor gut wäre, gegen Gewaldro gut wäre, gegen Arktos gut wäre und gegen viele andere dann zumindest noch neutralen Damage macht. Also das wäre eigentlich auch super fein. Und deswegen, und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, dass wir selbst in die Dynamax gehen. Oder er potenziell mit Arktos in die Dynamax geht, dann könnte da übrigens noch Eis rauskommen. Ne? Also der Hagel, eine Eisattacke, die jetzt nicht so super gut gegen das gegnerische Team ist, aber wäre auch solide. Brauchen wir eigentlich nicht, weil wir Eisstrahl haben, aber ne, wäre solide. Wir können aber selbst auch den Regen rausholen mit unserer Lehmbrühe und dann hätten wir plötzlich den Regen draußen. Ja, also alle Wetteroptionen sind da und dann hätten wir, wenn der Regen draußen ist, erstens eine starke Lehmbrühe, womit wir beide treffen. Aber gleichzeitig auch die Option, weil er auch zuletzt, ich weiß nicht mehr, wie die Attacke, Rundumschutz gespielt hat, könnte er sich dagegen im Protecten. Dann hätten wir hier aber die Option, mit einem Wassermove, auch nach der Dynamax, ein Ziel, ein Target irgendwie zu fokussen.
was sehr nett sein könnte, um zum Beispiel nicht die Trockenheit oder den H2O-Absorber von Apokalyp zu fokussen. Sollte allerdings Vilje da vorne stehen, dann haben wir eben den Split-Move, um den Partner zumindest zu treffen. Klar boosten wir dann auch Vilje, aber treffen zumindest auch den anderen. Ja, Milotic hat sich vor allem deswegen gegen dieses Team angeboten, weil es erstmal sehr vieles sehr solide trifft. Zum anderen aber natürlich auch, weil wir wieder die Unbeugsamkeit als Fähigkeit haben. Sprich, gegen den Bedroher gut, da muss er sich überlegen, will ich wirklich hier an der Stelle mit Terry Bark leaden? Oder will ich das überhaupt mitnehmen? Wenn er auf Kulleraugen und sowas drückt, wenn er bestimmte Dynamax-Attacken drückt, die unsere Werte senken, muss er sehr, sehr vorsichtig spielen, wenn wir da einen Milotic haben, was eh schon nicht das allerschlechteste Matchup hat. Und obendrauf kommt dann auch noch die Salkabeere, um unsere Initiative zu erhöhen. Ich bin hier auf 141 Speed gegangen, weil ich mir dachte, er wird wahrscheinlich ein hartes Stalobor spielen für den maximalen Damage Output, weil im Sandsturm reicht das immer noch, um schneller zu sein als Lectragon. Genau ein Pünktchen mehr hat er dann eben, wenn er hartes Wesen spielt, und auf plus 2 outspeedet er eben alles in unserem Team. Von daher könnte er sich auf jeden Fall erlauben, hier ein hartes Wesen zu spielen. Wenn dann allerdings der Sand weg ist, wären wir eben schneller. Und auf plus 1 Speed durch die Salkabeere werden wir auf jeden Fall das schnellste Mon auf dem Spielfeld. Deswegen kann Milotic hier offensiv eine richtig gute Gefahr werden. Das Problem, der Plan jetzt allerdings offensiv gegen diesen Stalobor und Broccolos Core anzukommen, ist vielleicht noch nicht ganz so durchsichtig. Dieser Plan, dieser offensive Plan, funktioniert mit der Kombination aus Milotic und Bundlebee. Denn Bundlebee wird ja einen Hit-Safe überleben. Mit Milotic werden wir, also wir haben die Möglichkeit zu protecten, aber wir werden sehr wahrscheinlich Dynamaxen und angreifen. Und das mit dem Wassermove. Weil dann können wir relativ reckless angreifen, weil entweder, also wenn Vilje nicht dabei ist, entweder kommt dann H2-Omon oder sowas rein und muss dann auf den richtigen Slot reinkommen. Wenn Broccolos und Stalobor da stehen, könnten wir beide super gut mit einer Wasserattacke pressuren. Sollte aber Stalobor rauskommen, und wir werden Stalobor wahrscheinlich in der Situation fokussen, weil ich Stalobor ein Fünkchen gefährlicher einschätze als Broccolos, aber wirklich nur ein Fünkchen, und wir darauf gehen und da das H2-Omon reinkommt, gut, dann haben wir eine Nullrunde, wäre nicht so cool, aber wir haben zumindest Stalobor aus dem Sand schon mal rausbekommen. Wäre also okay, ja. Für den Fall, dass er allerdings drinnen bleiben wird und auf die Dynamax geht, haben wir den Vorteil, dass Milotic in der Dynamax, Milotic ist so schon relativ bulky, wird in der Dynamax aber auf jeden Fall den Hit überleben und ist eben schneller als Broccolos. Ja, das heißt, wir kriegen auf jeden Fall einen Hit gegen Stalobor dann auch raus. Selbst wenn er selbst Dynamax uns attackiert, wenn wir gedynamaxed sind, können wir ebenfalls einmal attackieren. Problem ist nur, dass Stalobor in der Dynamax natürlich ebenfalls relativ bulky ist und wir nicht in der Lage sein werden, Stalobor zu finishen. Das ist ein Problemchen. Aber genau da kommt eben Bundlebee ins Spiel. Denn Bundlebee kann ebenfalls aufgrund des Fokusgurts einen Hit nehmen. Ist ja dieselbe Situation wie im Double mit unserem Schlappohr. Sprich, der überlebt zumindest mit einem KP, und da er schneller ist als Milotic, bekommt er auch zuerst seinen Hit raus. Und da werden wir auf die Trugträne gehen, müsste es sein, oder? Fakties müsste Trugträne sein. Sprich, die Spezialverteidigung eines bestimmten Pokémon um 2 Stufen senken. Und jetzt kommt folgendes Szenario ins Spiel. Wenn Stalobor auf minus 2 Spezialverteidigung ist, dann wird eine Dynamax Lehmbrühe sehr, 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 sehr sicher killen. Wenn eine Offensivweste ist, minus 1 reicht im Normalfall schon aus. Wenn er Offensivweste ist, müsste es, glaube ich, immer noch reichen. Dann kommt es ein bisschen aufs Investment an, was er spielt, wie viel KP-Investment, wie viel speziell defensives Investment. Aber wir haben eine sehr hohe Chance, den einfach zu one-shotten. Und das wäre natürlich ziemlich wild, weil ich glaube, da habe ich jetzt nicht ganz genau nachgekalkt, dass Milotic sowohl einen Angriff von Stalobor als auch einen gesplitteten Steinhagel, zum Beispiel von Broccolos, überleben könnte. Und dann wären wir in dem Szenario, wo Bundlebee wahrscheinlich down ist, wenn Bundlebee gefokust wird, vielleicht wird auch Milotic gefokust, dann ist Bundlebee nur auf dem Fokusgurt. Wir gehen auf eine Wasserattacke, ballern Stalobor raus, gleichzeitig kommt der Regen raus. Ja, das heißt, Bundlebee stirbt nicht durch den Sandsturm, was auch schon mal sehr, sehr wichtig ist. Und wir haben seine Dynamax raus, während wir unsere Dynamax noch haben. In dieser Dynamax-Form haben wir jetzt zwei Varianten, die auftreten können. Erstens, Stalobor ist auf uns gegangen, dann sind wir ziemlich low,
hoffe ich, dass wir noch nicht besiegt sind dann durch den anschließenden Hit von Brokkolos. Wenn dem so sein sollte, dann sind wir aber wahrscheinlich im 25%-Bereich. Und das würde unsere Salka-Bäre triggern. Das heißt, wir hätten dann ein Dynamax-Mon, das schneller ist als jedes gegnerische Mon. Plus ein Bundlebee. Bundlebee wird vielleicht auch überleben. Wird in diesem Fall auch überleben. Bundlebee wird nicht überleben, wenn Bundlebee gefokust ist. In dem Fall ist Staloboy aber auch weg. Und Milotic hat noch super viele KP und wird wahrscheinlich alles, was auf der Gegnerseite kommen wird, noch tanken können. Egal, ob es jetzt Gefriertrockner von einem Arktos ist, eine Pflanzenattacke von Gewaldro, von Kurelei, von Ramot. Wir sollten eigentlich dann, wenn Staloboy uns nicht attackt hat, in einer guten Position sein, um immer noch einen Hit zu nehmen. Gerade die speziellen Hits können wir mit einer 145er Spätstaff in der Dynamax ziemlich gut leben, denke ich mal. Und stellt euch vor, dann kommt noch Terrybark irgendwann zwischendurch rein. Dann kriegen wir plötzlich auch noch einen speziell offensiven Boost. Wäre natürlich auch nice. Das wäre die offensive Möglichkeit, die ich ein bisschen favorisieren würde vor dem, weil das auch noch ein paar mehr andere Pokémon abdeckt. Was aber schwierig wird, sobald Vilje mit dabei ist. Weil Vilje kann dann auf einen der beiden Slots reinkommen und plötzlich können wir den Wassermove nicht mehr drücken. Was nervig wäre. Aber wäre natürlich eine Option. Müssen wir in Betracht ziehen. Also stellt euch vor, da steht Staloboy, da steht Brokkolos. Wir fokussen Staloboy. Staloboy ist schneller als wir, kann also einen Hit auf uns raufdrücken. Aber gleichzeitig geht Brokkolos einfach raus. Vilje kommt rein und wir können Staloboy nicht touchen, weil das abgelenkt wird auf Vilje. Und Staloboy steht da einfach noch komplett fit. Ist zwar minus 2 Spezialverteidigung, aber mit einem zweiten Hit kann der dann auch unser Milotic ausnocken. Ist ein bisschen scheiße, oder? Ist ein bisschen scheiße. Was natürlich wir auch bedenken müssen, was ich auch bedacht habe, ist, dass Staloboy hier sehr wahrscheinlich auch auf eine Dynamax-Bodenattacke gehen kann, die ja die Spezialverteidigung erhöht. Deswegen meinte ich auch, dass wir sehr wahrscheinlich einen Kill kriegen, weil er ist dann auf plus 1. Durch die Tränen, durch die Trugträne geht er aber auf minus 1 dann runter. Um 2 Stufen wird es gesenkt auf minus 1. Und ab da sollte Milotic relativ safe killen, außer er hat eine Offensivweste. Das habe ich eben falsch gesagt. Wenn er Offensivweste hat und für den Dynamax-Boden-Move geht, der ja die Spezialverteidigung wieder um 1 anhebt, dann werden wir wahrscheinlich keinen Kill bekommen. Dann ist Staloboy aber trotz allem relativ gut angeschlagen. Vor allem ist ab diesem Zeitpunkt dann natürlich der Regen draußen, der Sand weg. Milotic ist immer noch nicht unbedingt schneller, nur wenn er hartes Wesen hat. Also kann mit dem zweiten Hit theoretisch nachsetzen dann. Wenn es nicht der Fall ist, haben wir immer noch auf Bundlebee den Initiative-Tausch mit dabei, wie schon so oft. Können dann also eben mit Bundlebee zuerst angreifen, geben Milotic die Initiative und Milotic kann dann eben Staloboy finishen. Also selbst in diesem Fall sind wir relativ gut abgedeckt, sofern Milotic und Bundlebee beide überleben. Was aber durchaus passieren könnte. Gerade wenn einer von den beiden gegnerischen Mons noch irgendwie protected oder sowas. Was ja auch durchaus der Fall sein könnte. Ja, genau. Damit müsste dann jetzt auch grundsätzlich Bundlebee komplett erklärt sein. Der Initiative-Tausch ist auch für viele, viele andere Pokémon noch sehr nützlich. Deswegen habe ich mich hier letztlich für 4 Moves über einmal Schutzschild entschieden. Habe darauf verzichtet, weil wir eh den Fokus gut haben. Aber Schutzschild ist trotzdem immer eine nice Option. Initiative-Tausch hilft natürlich auch unserem Hippodorus, hilft natürlich auch unserem Geronimats und unserem Machomai. Ja, deswegen sehr gute Option. Ich glaube, hier haben wir tatsächlich noch einen Move, den wir noch nicht erklärt haben, auf unserem Schlappohr. Und das ist After You, auf Deutsch Galanterie, was dafür sorgt, dass wir eben nach Schlappohr angreifen können. Da Schlappohr auch sehr schnell ist, das schnellste Pokémon nach Gewaldro im Vergleich zum gegnerischen Team, kriegt er diese Galanterie relativ früh raus. Und das Pokémon, auf das wir es einsetzen, greife direkt als nächstes an. Sprich, wenn Kushina das schnellste Mon auf dem Feld ist und wir setzen das auf Hippodorus ein, ist Hippodorus das zweitschnellste Mon auf dem Feld. Kommt also vor einem Staloboy außerhalb des Sandes zum Beispiel noch zum Zug. Und das ist auch nochmal eine Form von Speed Control, die definitiv, ebenso wie der Initiative-Tausch hier, nicht funktionieren muss. Weil der Sand zum Beispiel nervig ist, weil ein Gewaldro hier zum Beispiel nervig ist oder weil Prio-Attacken oder sowas noch dazwischen funken könnten. Aber es ist auf jeden Fall eine Option, die wir letztlich dann eben haben. Und mit Initiative-Tausch und After You können wir sowohl beide Pokémon auch außerhalb dieser Strategie als gute Partner, als gute Supporter für eben die Offensive
nutzen. So, Milotic müssten wir auch erklärt haben. Schutzschild habe ich hier eben einfach drauf, weil ist halt ganz nett. Können wir ein bisschen gucken erstmal, was da passiert. Können vielleicht auch einen Dynamax-Move tanken. Also angenommen, wir sind irgendwie bei, weiß ich nicht, 40% KP oder sowas und würden jetzt einfach weggerotzt werden durch einen Dynamax-Move. Gehen wir auf Schutzschild. Der Schaden wird geviertelt. Dadurch überlebt Milotic wahrscheinlich dann alles. Kommt aber in die Range der Bäre, was ja auch ganz gut ist. Oder durch den Wettereffekt zum Beispiel, durch den Hagel oder den Sandsturm. Wenn wir dann eine Runde stallen und selbst wenn uns nichts angreift oder nur mit einer normalen Attacke angegriffen wird, können wir damit auch nochmal eine Runde überbrücken und ebenfalls diese Salka-Bäre triggern lassen. Das wäre auch hier eine Option. Ja. Kommen wir zu diesem kleinen Ganoven hier, zu unserem Gaara. Denn Gaara, dachte ich mir tatsächlich, ist natürlich gut gegen Procolos und Dingens. Und damit kommen wir theoretisch auch zur dritten Variante, die wir spielen können. Hippodorus einfach dahinstellen, muss er erstmal knacken, gerade in der Dynamax. Denn wir spielen das Ding komplett offensiv mal wieder. Also ich weiß, man kennt Hippodorus eher defensiv, aber der ist hier zum zweiten Mal komplett offensiv mit dabei. Ne, maximales Investment, hartes Wesen, relativ viel KP, relativ viel in der speziellen Defensive und mit der Offensivweste als Item, um diese spezielle Defensive eben auch nochmal auf Next Level anzuheben. Denn da sind nun mal einige spezielle Angreifer, die auch mit Pflanzenattacken, mit Eisattacken, mit Wasserattacken daherkommen können. Und da Hippo jetzt nicht das schnellste Mon auf der Welt ist, der kann zwar Support durch Galanterie und durch Initiativetausch bekommen, aber ansonsten ist das jetzt nicht das schnellste Mon der Welt. Ne? Sagen wir es so, wie es ist. Aber es kann natürlich wieder sehr schnell werden. Ja, ich habe mich hier tatsächlich, dadurch, dass die Offensivweste für mich eines der besten Items war, Lebenorb haben wir auf einem anderen Pokémon, ihr könnt ja schon mal raten, welchem, habe ich mich dafür entschieden, 4 Attacken einfach zu spielen. 3 brauchte ich, oder 3 wollte ich auf jeden Fall auch. Und dann hätte ich hier gerne noch Schutzschild drauf gehabt, aber habe mich dann letztlich noch für den Knirscher entschieden, als als Coverage-Move. Damit ich die Offensivweste eben draufpacken kann. Knirscher ist für Apokalypta, den treffen wir nicht so optimal und ich hätte natürlich auch den Donnerzahn spielen können, womit ich sowas wie Arktos zum Beispiel noch gleich mit erwische oder sowas. Beziehungsweise war auch die Option, ob ich, ob ich irgendeinen anderen Move nehme. Ich glaube, Feuerzahn war auf jeden Fall noch eine Option, um zum Beispiel selbst dann die Sonne rausholen zu können und so weiter und so fort. Aber ich habe mich letztlich für den Knirscher entschieden, der eben auch für unser Milotic oder vielleicht auch unser Bumblebee ganz nützlich sein könnte. Denn in der Dynamax senkt er den Spezialangriff um eine, die Spezialverteidigung um eine Stufe, wovon man natürlich profitieren könnte. Gleichzeitig aber vor allem gegen Apokalypse. Jetzt wird es allerdings interessant, denn die Kombination aus Erdbeben, Eisenschädel und Steinhagel trifft das gesamte Team schon ziemlich, ziemlich gut. Die einzigen Mons, die es nicht ist Gewaldro zum einen. Gewaldro ist aber ziemlich dünn. Gerade in der Dynamax will der jetzt nicht unbedingt einen Dynamax-Stahl oder einen Steinsmove abbekommen. Der tut dann schon gut weh. Da muss ich eine Weile durchgucken. Terrybark ist eines der Pokémon. Natürlich, aber der ist jetzt nicht ultra bulky, wird aber sehr nervig durch Bedroher Cola-Augen und sowas. Dadurch wird er schon recht bulky. Aber wir haben jetzt hier nicht so eine viel bessere Option. Doch, ich glaube, ein Kampfmove, oder? Ich glaube, der Kampfmove war das, was ich überlegt hatte. Genau, ob ich Superpower spielen möchte. Aus dem Grund, dass wir damit natürlich unseren Angriff wieder steigern könnten und gegen diese Kulleraugen, gegen den Bedroher und so weiter arbeiten könnten. Fand dann aber letztlich besser, wenn die beiden nebeneinander stehen, was durchaus passieren könnte, dass die sich ein bisschen besser ergänzen könnten. Und was treffen wir noch nicht? Apokalypse, ne, treffen wir nicht. Dafür haben wir jetzt den Knirscher mit dabei. Ansonsten treffen wir alles andere. Also außer Terrybark, Gewaldro und Apokalypse treffen wir alles mit diesen 3 Attacken sehr effektiv. Und Erdbeben ist hier natürlich auch nochmal ein schöner Stab. Das war es aber noch nicht alles. Der Angriff ist natürlich sehr nett. Aber ohne Damage-Item wird der jetzt nicht komplett durchböllern. Aber Hippodorus hat ja noch eine zweite Fähigkeit neben dem Sandsturm. Denn den Sandsturm, den will ich ihm eigentlich nicht aufsetzen. Wir selbst profitieren davon in diesem Match gar nicht. Unser Fokusgurt wird angeknackst. Klar, Hippo bekommt kein Chip-Damage, alles andere bekommt aber Chip-Damage. Und wir würden natürlich Brokkolos und Vilio und sowas mehr Spezialverteidigung verteilen. Und vor allem Stalobor die Initiative erhöhen. Deswegen war für mich eigentlich keine Option, hier Sandsturm zu spielen. Sondern stattdessen spielen wir Sandgewalt. Und Sandgewalt sorgt dafür, dass Boden, Gesteins
und Stahl-Moves um 1,3 gestärkt werden im Sandsturm. Wenn der Sandsturm also durch ihn selbst, durch seinen Borkoloss rausgeholt wird, tragen wir quasi einen Lebenorb für diese drei Moves, ohne Damage davon zu bekommen, ohne Rückstoßschaden zu bekommen, den man normalerweise vom Lebenorb bekommen würde. Und das in der Dynamax ist ziemlich nice, weil Erdbeben unsere spezielle Defensive erhöht, Stahl unsere physische Defensive erhöht. Klar, der Gesteinsmove holt den Sandsturm raus, was zum einen ein bisschen nachteilig ist, zum anderen aber auch unseren Damage-Boost verursachen kann, wenn wir ihn denn brauchen sollten und der Gegner ihn nicht aufsetzt. Also die Option haben wir zumindest. Müssen wir ein bisschen vorsichtig mit sein, aber generell war hier der Steinhagel eigentlich eine ganz nice Option, weil wir das damit Ramoth und Arktos auf jeden Fall one-shotten können sollten. Ja, das soweit zu Gaara. Der steht da, der kann seine Defensivwerte erhöhen, der ballert rein im Sandsturm, der ist gut gegen den Sandsturm-Core und gleichzeitig können wir den eben auch noch Speed boosten mit Initiative-Tausch oder eben indirekt mit der Galanterie. Und deswegen fand ich Gaara in diesem Match hier tatsächlich sehr gut. Hat seine Schwächen, auf jeden Fall, es gibt vieles, was Gaara hier sehr gut unter Druck setzen kann, aber grundsätzlich, finde ich, sieht er sehr solide aus. Nachdem oder bevor ich geguckt habe, was sieht eigentlich richtig gut gegen ihn aus offensiv, defensiv, wie handeln wir ihn defensiv, ja? Mit diesen beiden Optionen, mit Milotic so ein bisschen und so weiter und so fort, habe ich ganz am Anfang geguckt, welche Pokémon könnten denn unsere Win-Garantie werden, so ein bisschen, ja? Was könnte uns zum Sieg führen, offensiv gesehen? Und ich bin da zum einen an Hippodorus hängen geblieben, aber Hippodorus ist natürlich relativ slow und ist viel auf Support angewiesen. Ein Pokémon, das hingegen nicht unbedingt auf Support angewiesen ist und trotzdem unfassbar viel Work machen kann, ist Geronimatz. Ich muss immer wieder lachen, wenn ich das sage, weil dieser kleine Piepmatz, der ist so süß, aber der ist so freaking gefährlich. Holy Macaroni. Wir haben Sturzflug, wir haben Nahkampf, wir haben Fuchtler mit dabei. Alles 120er Moves. Allesamt sehr, sehr nice. Denn hiermit erhöhen wir unseren Speed, der jetzt nicht so gut ist, wenn wir ehrlich sind. Okay, der ist jetzt nicht so gut. Aber der reicht aus, um eben auf plus 1 alles outspeeden zu können, außer Gewaldro. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Wir müssten 56 Punkte dazu bekommen. Damit sind wir auf einer Initiative von 168. Und damit outspeeden wir, ist das richtig gerechnet? Ja, outspeeden wir genau Ramoth und Kugelei auf plus 1. Ne? Den Speedboost können wir uns hier holen. Nahkampf ohnehin sehr strong, Defensivwerte haben wir eh nicht, das heißt, wenn die hier droppen, was soll's, wir kriegen eh super viel Damage, kann man nichts ändern. Mega starker Move, gerade super gute ergänzende Coverage gegen Demons, die Flug abwehren. Und wenn wir uns das Team angucken und mal schauen, wer kann denn eigentlich Flug überhaupt resisten, dann sind das Stalobor und Brokkolos. Genau die Scheißkandidaten. Aber dagegen ist Nahkampf eben sehr gut. Wird jetzt wahrscheinlich weder den einen noch das andere one-shotten können, aber macht sehr, sehr guten Damage. Und in der Dynamax wiederum kann es unseren Angriff um eine Stufe erhöhen. Das heißt, selbst wenn dann Terribar kommt und ein Bedroher droppt oder so, können wir eben dagegen arbeiten. Und zu guter Letzt haben wir noch den Fuchtler. Der hat ebenfalls einen vorteiligen Effekt und zwar können wir damit zwar nicht unsere Initiative steigern, aber die Initiative der Gegner senken, was im Groben und Ganzen das gleiche ist, nur mit dem Unterschied, dass wenn wir unsere Initiative steigern, natürlich auch wenn wir gegnerische Pokémon besiegen, sind wir immer noch schneller als die neuen, die reinkommen, wenn wir, genau, der Nachteil ist allerdings, wenn Geronimo stirbt und der kann relativ leicht sterben, leider Gottes, dann, haben wir eben kein schnelleres Mon mehr, ne? Beziehungsweise, wenn unser Partner mitstirbt, so. Fuchtler hat wiederum den Vorteil, oder den Nachteil, wenn ein Pokémon besiegt wird, dann sind die kommenden natürlich schneller wieder. Aber den Vorteil, wenn Geronimats besiegt sind, sind die gegnerischen Pokémon immer noch langsam, sodass vielleicht, also gerade in Milotic zum Beispiel, sehr davon profitieren könnte. Deswegen Fuchtler hier als Dynamax-Normal-Move auch eine sehr, sehr gute Option. Zu guter Letzt spiele ich noch Schutzschild und ja, der Rest erklärt sich, denke ich, von alleine. Aber warum ist der Junge jetzt eigentlich so gefährlich? Der hat einen 148er Angriff. Ist in Ordnung, denke ich. Ne? Es ist okay. Für den kleinen Vogel ist es auf jeden Fall okay. Aber obendrauf kommt der gute alte Übereifer. Ja, der kommt obendrauf. Das heißt 1,5-facher Damage obendrauf. Rechnen wir das einfach mal ganz grob zusammen, sind wir ungefähr bei 225 Angriff. Ist ordentlich.
Darauf kommt der Leben Orb. Also nochmal 30% von 225 sind wir bei ungefähr grob überschlagen 285. 285 Damage. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und dann kommen die Dynamax oben drauf, ja? Und dann kommen 120er Stab Moves. Beziehungsweise dann in der Dynamax 130 bis 140er Stab Moves. Und das böllert. Das knallt extrem rein. Natürlich sind wir super fragil. Und auch nicht super schnell. Aber es gibt im gegnerischen Team auch wenig Mons, die einem Geronimatz was entgegenzusetzen haben. Wir können beispielsweise ein Kurelei, selbst wenn es etwas defensives Investment, also wenn es Full KP ist und ein bisschen physisch defensives Investment hat, sind wir immer noch in einer guten Position, den einfach zu one-shotten. Und wir treffen den neutral. Ja? Ein Ramot wird einfach hinweggefegt. Das gleiche gilt für viele, viele andere Mons, die wir neutral bis sehr effektiv treffen. Das ist extrem gut. Und wenn es einige Mons gibt, die wir nicht knacken können, dann können wir immer noch Speed erhöhen, sodass unser Partner auch nochmal schneller wird. Wahrscheinlich vielleicht sogar schon schneller ist. Ja, und dann kann der einfach nachsetzen. Also Geronimatz sieht insane gut aus. Auf dem Blatt Papier. In der Praxis, ja, kann da natürlich viel kommen. Gerade wenn da viele Prios sind. So ein Tiefschlag tut unheimlich weh. Oder ein Diebeskuss oder sowas. Das tut ziemlich weh mit diesen Verteidigungswerten. Aber Geronimatz ist eine Maschine. Und ich hoffe, dass er hier zeigen kann, dass er zu Recht eine Maschine genannt wird. Ja, das war im Prinzip der 5er-Core, den ich zusammengestellt habe. Ich habe hier Geronimatz auch über Phasersnob gewählt. Phasersnob hätte den Vorteil zwar gehabt, dass wir auf jeden Fall ein bisschen schneller und defensiv stärker unterwegs wären, aber den Nachteil, dass wir nicht so viel Damage gehabt hätten. Also Phasersnob ist zum Beispiel nicht in der Lage, einen Kurelei zu one-shotten. Der kleine Racker schon. Ja, auf jeden Fall stand der 5er-Squad dann und dann rückte mal wieder die gute alte Deadline näher, dass der Kampftermin allmählich anstand. Und dann musste ich mir überlegen, okay, wen nehme ich jetzt noch mit? Was ist das Pokémon, was irgendwie unser Team noch relativ gut ergänzt? Und es gibt ein paar Probleme, die im gegnerischen Team auf uns warten. Das größte habe ich genannt, Stalobor plus Brokkolos. Da haben wir jetzt drei mögliche Pläne, die dagegen funktionieren könnten. Keiner davon ist ein Safe-Plan, aber es sind Optionen auf jeden Fall, die wir haben. Dann habe ich aber ebenfalls noch angesprochen, Bizarro-Raum existiert und die Screens existieren. Und für mich war dann, habe ich dann geschaut, okay, was haben wir für Optionen gegen Screens, was haben wir für Optionen gegen Bizarro-Raum? Den Bizarro-Raum, muss ich sagen, habe ich relativ schnell so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Wir haben minimale Gegenplays. Wir haben einigermaßen oft Schutzschild mit dabei, um ein bisschen Zeit zu stallen. Wir haben mit Machomai und Hippodoros zwei eher langsamere Mons. Klar, die gegnerischen werden uns anders speeden, wenn er auf den Bizarro-Raum geben sollte. Aber wir hätten auch die Möglichkeit, eventuell Initiative-Tausch auf Bundlebee, auf die Gegner-Pokémon zu bekommen. Und dann ist ja der Bizarro-Raum aktiv, sprich, die sind mit Bundlebees Initiative dann plötzlich das langsamste Mon. Ne? Also die Option hätten wir zumindest auch. Aber insgesamt sind wir nicht so gut gegen den Bizarro-Raum aufgestellt. Gegen die Screens habe ich geguckt, hätten wir natürlich die Möglichkeit einmal mit Auflockern, um die Screens wegzumachen. Geronimatz weiß ich nicht genau, ob der das kann. Phasersnob hätte es auf jeden Fall gekonnt und ich glaube Bundlebee kann es auch. Ich weiß nicht genau, ob er es im VGC-Meter lernen kann, also auf Schwert-Schild. Aber wäre auch eine Option gewesen. Die andere Option, die ich gesehen habe, war Durchbruch. Und Durchbruch kann leider Schlappohr nicht lernen. Ansonsten hätte ich über Nahkampf auf jeden Fall Durchbruch gespielt, um diese Screens immer direkt wieder kaputt zu bekommen, die Olangar eben raushauen kann. Und kaum eines unserer anderen Pokémon konnte Durchbruch lernen. Außer Machomai. Ich habe mich dann aber für die dritte Variante entschieden, die Screens zu umgehen. Und das ist wahrscheinlich die unzuverlässigste Variante, aber potenziell eine sehr coole, wie ich finde. Denn wir spielen hier, wir könnten hier ja leider kein Heißop drauf spielen, deswegen kam ich auf die Idee, okay, dann haben wir erstmal Platz für ein Item und gleichzeitig haben wir die Möglichkeit, wie heißt es, schildlos zu spielen. Das heißt, wir können ungenaue Moves spielen. Und so ist dieses Machomai-Set dann entstanden, ein Scope-Linsen
Schildlos Machomai Set mit dem Wuchtschlag, der ja nur 50er Genauigkeit hat, aber hundertprozentig das gegnerische Ziel immer verwirren kann. Wir haben die Steinkante mit dabei, die jetzt hundertprozentig trifft aufgrund unserer Fähigkeit. Wir haben den Abschlag, der als Coverage-Move wieder da ist, vor allem gegen sowas wie Apokalyp. Wie gesagt, ich glaube, wenn da eine Antibäre drauf ist, dann eher Anti-Elektro gegen Elektragon. Und eine Prio mit dem Patronenhieb. Und der ist gar nicht mal so scheiße, weil der sowas wie Kugelei zum Beispiel toucht. Klar, Kugelei ist mit seinen Heilmoves natürlich schneller, aber ist schon mal ganz nett. Aber auch Arktos, Ulangar, Vilje oder, wie heißt er, Brokkolos werden sehr effektiv davon getroffen. Stahl ist kein schlechter Move gegen den Gegner. Klar, es ist nur ein Bullet Punch, nur so ein Patronenhieb. Aber auch hier haben wir die Möglichkeit zu Dynamaxen. Und Dynamax sieht dann sehr, sehr cool aus. Warum? Erstens wird dieser Move zu einem akzeptablen Stahlmove, mit dem wir natürlich auch wieder Verteidigung uns erhöhen können, ist klar. Aber damit können wir Schaden drücken. Wir haben die Steinkante, klar, da müssen wir wieder aufpassen, ne, wegen Sandsturm. Hier können wir spezielle Defensive senken. Kann für gerade für Milotic ganz interessant werden. Aber warum die Scope-Linse? Warum ist das ein Plan gegen Screens? Naja, wir spielen Giga-Machomai und Giga-Machomai erhöht mit seinen Kampfmoves nicht den Angriff, sondern unsere Crit-Wahrscheinlichkeit, unsere Crit-Stufe. Mit Scope-Linse sind wir auf Crit-Stufe 1 und damit haben wir eine Crit-Chance von, ich glaube, 12,5% oder 25%. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, 25%. Steinige mich nicht, wenn es falsch ist. Durch die erste Dynamax-Kampfattacke, Giga-Dynamax-Kampfattacke, gehen wir auf Stufe 2 und ab da critten wir schon zu 50%. Und ein Crit umgeht ja auch, und jetzt wird es halt sehr, sehr spannend, ein Crit umgeht zum einen die Screens, also den Reflektor zum Beispiel, aber auch, wenn er Lichtschild spielen sollte und wir Milotic draußen haben und Milotics Crit-Wahrscheinlichkeit erhöhen, dann natürlich auch Lichtschild beispielsweise. Auf der anderen Art und Weise ignoriert so eine Crit-Wahrscheinlichkeit, so ein Crit, auch Drops. Wenn also da so ein Terrybark steht und uns auf minus 1 bringt, mit Kulleraugen auf minus 2 bringt, dann können wir, ja, wir können so halbwegs mit Dynamax-Kampfmoves dagegenhalten und uns wieder um eine Stufe hochbringen und dann kommen wieder Kulleraugen und bringen uns wieder runter und die halten uns dann relativ niedrig. Aber wir hätten so die Möglichkeit, zumindest dagegen zu arbeiten. Wie hier. Oder bei Gaara hatten wir es überlegt zu machen. Wenn wir aber die Crit-Wahrscheinlichkeit erhöhen. Und angenommen, durch die Scope-Linse sind wir Stufe 1. Durch einen Dynamax-Kampf-Move Stufe 2. Und angenommen, wir würden nochmal Giga-Dynamax-Kampf einsetzen. Dann wären wir Stufe 3 und würden hundertprozentig critten. Dann können wir auf minus 6 sein. Es ist egal. Und da kann ein Screen draußen sein. Es ist egal. Lediglich ein Burn. Lediglich einen Burn ignoriert so ein Crit nicht. Aber dann hauen wir plötzlich ordentlichen Damage raus. Und wenn die Dynamax vorbei ist, können wir zum Beispiel einen Wuchtschlag raushauen. Einen Stärke 100er Kampfmove mit einem 200er Angriff, der immer crittet und die gesamten Drops und Screens einfach umgeht. Und ich habe mich für diese Variante entschieden. Die ist nicht so zuverlässig wie ein Durchbruch oder wie Auflockern, was die Screens einfach wegmachen würde und jeder profitiert davon. Wenn der fällt, haben wir keine Crit-Option mehr. Wenn, ja, der Partner davon fällt, klar, der Partner kann davon profitieren ebenfalls, aber wenn der auch fällt oder nicht auf Stufe 3 kommt, ne, es ist hier schon unwahrscheinlich, dass wir auf Stufe 3 hochgehen, wobei Kampf relativ gut aussieht gegen das gegnerische Team. Aber es ist trotzdem nicht super wahrscheinlich, dass wir auf Stufe 3 gehen. Stufe 2 halte ich für sehr, sehr machbar und sehr wahrscheinlich, wenn Machomai hier eine Menge tankt und wir spielen hier Full KP einfach. Von daher sind wir auch mit Machomai sehr bulky unterwegs. Dann haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, da durchzugehen. Aber wenn die fallen, dann fällt damit auch unsere Option, die Screens zu umgehen. Und das wäre problematisch. Dass wir nochmal so viel Glück haben wie gegen Ele und da einfach Zytomega wegcritten, schwierig tatsächlich. Aber das ist unsere Option, die wir hier eben mit dabei haben. Daher Scope-Linsen, Giga-Machomai. Lebenorb, Geronimatz, Salkabären-Milotic, Offensivwesten Hippoterus, Fokus Gurt, Bundlebee und Heißorb Schlappor. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Er ist nicht perfekt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es funktionieren wird. Ich sehe hier auf jeden Fall eine gute Option, was zu machen.
gegen diesen Lead aus Brokkolos und Stalobor. Wenn aber irgendwas anderes als Lead kommt, dann stehen wir relativ passiv da. Und sind eventuell sehr hilflos, müssen switchen, müssen die einfach droppen lassen und dann muss der Core dahinter was machen und plötzlich kommt dann vielleicht doch noch Brokkolos und Stalobor raus. Es ist nicht der perfekte Core, um alles zu kontern, sondern nur um einen gegnerischen Core zu kontern. Und diese Kombination, Bundlebee plus Milotic, wäre deutlich besser, deutlich angenehmer, aber wenn Vilje dabei ist, werde ich wahrscheinlich darauf verzichten. Und unsere Offensive, der braucht seine Crits erstmal, beziehungsweise ist er slow, der braucht seinen Speed und seinen Support. Ich hätte hier super gerne noch Ally Switch irgendwie mit draufgepackt, aber es hat einfach leider nicht mehr so ganz reingepasst. Der braucht im Optimalfall ein bisschen Speed und generell die ganzen physischen Angreifer können halt einfach sehr gut gehandelt werden. Das heißt, es kommt ein bisschen auf Milotic an. Milotic hat aber auch ein paar natürliche Fressfeinde. Dementsprechend, das Team macht mir ein bisschen Mut, aber es könnte auch komplett in die Hose gehen. Also, ich kann es nicht einschätzen. Es kommt sehr darauf an, was er mitnimmt und wie die Matches dann letztlich laufen werden. Es wird super, 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 super hart werden. Drückt auf jeden Fall die Däumchen. Ja, hoffen wir, dass wir uns unseren dritten Sieg holen können in der Liga, weil dann stehen wir, was die Playoffs angeht, glaube ich, ziemlich gut schon mal da. Und mit dem Kader werden wir es dann hoffentlich auch schaffen. Aber dazu wäre ein dritter Sieg wirklich, wirklich wichtig. Von daher, drückt die Däumchen. Wir sehen uns im Kampf wieder. Gegen Rex geht es und sein durchaus sehr gefährliches Team mit vielen, vielen Möglichkeiten. Bis dahin und tschüss.